Ich darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen hier zur Mitgliederversammlung des Städtetages Nordrhein-Westfalen. Lieber Thomas Kufen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, danke, danke, dass wir in Essen sein dürfen, endlich. Und natürlich, lieber Pitt, mit Blick auf den heutigen Abend bin ich nicht nur der Oberbürgermeister von Essen, sondern heute auch der Oberbürgermeister von Essen und Trinken. Herzlich willkommen. Ich finde, es ist eine tolle Atmosphäre. Ich habe auf dem Städtetag gelernt, dass sich die Kommunen tatsächlich als eine Familie verstehen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe es sehr genossen, dass es jetzt nach der Corona-Zeit wieder die Begegnung miteinander gab. Ich bin zum ersten Mal hier und merke aber, dass der Zusammenhalt sehr groß ist, dass es familiär stattfindet. Es fühlt sich an, als würde man alte Bekannte treffen. Also es ist eine Interessenvertretung, ganz klar, aber es ist auch ein Familientreffen und es ist eine tolle Ideenschmiede. Ich eröffne hiermit die Mitgliederversammlung des Städtetags Nordrhein-Westfalen. Es geht um die Frage von Beinfreiheit, es geht um die Frage von Handlungsfähigkeit. Ich bitte Sie nunmehr um Handzeichen mit der Stimmkarte. Ein eindeutiges Ergebnis für die Wahl zum Vorstand. Man hat Leute wieder getroffen, man konnte wieder Kontakte knüpfen, sich austauschen in einem anderen Rahmen und das war großartig. Eigentlich gehen die Stunden immer hier viel zu schnell rum. Man kann noch über viel, viel mehr reden.